In diesem Video zeige ich euch, wie man Disney Lorcana spielt, wie grundsätzlich ein Zug aussieht und was so die verschiedenen Karten so machen können. Los geht's! Hallo liebe Leute da draußen, willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Ich stelle euch heute mal vor, wie man dieses Spielchen hier spielt. Das ist Lorcana, das Trading Card Game von Ravensburg und Disney. Ich habe im Zuge eines Pre-Release-Events, eines Pre-Launch-Events, das Spiel schon spielen können. Ich habe die Decks hier, die Starter-Decks, die es dazu geben wird. Und Ziel des Videos soll sein, euch die grundsätzlichen Regeln zu erklären, damit ihr ready to go seid, wenn das Ganze hier verfügbar sein wird und euch auf die ersten Turniere stürzen könnt. Dementsprechend schauen wir doch mal direkt rein. Das sind, wie gesagt, die drei Starter-Decks von dem ersten Set, das erste Kapitel, wie es heißt. Und zu denen kommen wir nachher nochmal. Ich zeige euch erstmal, wie so eine Lorcana-Karte aussehen kann, beziehungsweise ein Lorcana-Deck aussehen kann. Hier haben wir zum Beispiel, das müsste das, hier das Deck sein, das Moana-Mickey-Deck sozusagen. Und genau, wir haben hier ganz viele verschiedene Karten zusammengemischt. Ein Deck besteht immer aus zwei Farben, was schon mal sehr, sehr wichtig ist. Und wir können uns die mal an sich anschauen in einem Gameplay. Das ist jetzt mein Lorcana-Deck und ihr braucht, um Lorcana zu spielen, zwei Leute, die jeweils ein 60-Karten-Deck haben. Jedes Deck darf nicht mehr als zwei der sechs Tintenfarben haben. Was die sind und was die so bedeuten, dazu gleich mehr. Und was bei jedem Deck dabei liegt, ist so eine Papierunterlage. Die wirkt jetzt vielleicht etwas limitiert, hat aber folgenden Punkt. Im Endeffekt ist halt die Aufteilung ähnlich wie bei dieser Playmat. Von wegen, ihr habt hier unser Deck, hier ein Ablagestapel, hier die Spielfläche und die lässt sich ganz grob unterteilen in Karten im Spiel und den Tintenvorrat. Hier diese Schlange auf die 20 hin, das beschreibt den Weg, wie man das Spiel gewinnt. Denn es ist wichtig, dass man quasi hier auf 0 startet und durch das Sammeln von Lore-Punkten hier auf 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter durchgeht, bis man die 20 erreicht hat. Diese Spielunterlage, das kann man verwenden, wenn man möchte, um eben den Spielstand nachzustellen. An sich, was ich halt natürlich immer anbiete, ist so ein D20. Und dementsprechend tun wir jetzt einfach mal so, als ob wir hier, hoppla, ein Spiel Lorcana vorbereiten. Wir mischen natürlich unser Deck. Wir bestimmen, welcher Gegner oder welcher Spieler denn anfängt oder welche Spielerin denn anfängt. Wir ziehen 7 Karten. So. Wie es in anderen Kartenspielen auch üblich ist, haben wir auch Möglichkeiten, Mulligans zu nehmen. Das heißt, einen Teil unserer Karten in der Hand, in unserer Starthand oder alle Karten auszutauschen. So, wir gucken mal, wie diese Hand aussieht. Und die Art und Weise, wie ein Mulligan funktioniert, ist folgendermaßen. Wir sagen zum Beispiel, wir können mit dieser Karte, weil die doppelt ist, können wir nicht viel anfangen. Wir können vielleicht mit Minimaus nicht so viel anfangen. Und diese Karten werden dann verdeckt unter die Bibliothek gelegt und wir ziehen so viele Karten nach, wie viel wir drunter gelegt haben. Also in diesem Fall 2. Und dann haben wir diese tollen Karten bekommen. Ihr könnt eine Karte drunter legen, ihr könnt 0 Karten drunter legen, dann behaltet ihr einfach eure Hand. Ihr könnt aber auch alle Karten nehmen, drunter legen und dementsprechend nachziehen. Das sind die Regeln sozusagen für jetzt den Mulligan, aber das ist auch nicht das Wichtigste, sondern wir spielen einfach mal einen Zug durch. Und zwar, der Zug startet. Wenn das hier nicht der erste Zug ist, zieht man natürlich eine Karte und dann beginnt eine Aktionsphase, in der ihr alles machen könnt, was man in Lorcana so machen kann in einem Zug. Und das fängt an mit dem Tintenvorrat. Denn ihr seht, hier haben wir zum Beispiel Pascal. Ne, wir fangen mal mit Stitch an. Weil der ist quasi einfacher erstmal zu lesen, weil er keine Effekte hat. Der hat hier oben eine Kostenangabe von 1. Er hat hier einen offensiven Wert 2 und einen defensiven Wert 2. Das sind jeweils Tintenkosten, Stärke und Widerstandskraft. Er hat auch noch den Untertyp Sagengestalt, Held, Alien. Hier, das ist noch wichtig, das ist ein Legendenpunkt. Ich zeige den mal ein bisschen größer. Dieser Legendenpunkt ist das, was wir eben auf dieser Unterlage hier gezählt haben. So,
Was das bedeutet ist, ich lasse mal hier diese Unterlage, die ist auch ziemlich cool, weil sie funktioniert sowohl für Rechtshänder als auch für Linkshänder. Aber erstmal, wie spielen wir denn überhaupt Stitch aus? Und da kommt ein, wie ich finde, sehr cooles System rein. Und zwar seht ihr, dass all diese Karten hier oben um ihre Kosten so einen Extrakreis haben. Das heißt, sie sind tintenfähig. Sie können in den Tintenvorrat gelegt werden und fortan als Ressource verwendet werden. Um seinen Tintenvorrat aufzustocken sozusagen, zeigt man dem Gegner, diese Karte ist tintenfähig und dann legt man sie verdeckt vor sich. Ab sofort kann man diese eben erschöpfen, um ja, in diesem Fall zum Beispiel Tinte zu bezahlen, um einen Charakter zu spielen. Ein gespielter Charakter hat in der ersten Runde Einsatzverzögerung. Das ist auch was, was wir eben schon kennen aus anderen Spielen und dementsprechend da nichts Überraschendes. Also nur Charaktere, die am Anfang eures Zuges auf dem Feld liegen, können Aktionen ausführen. Eine wichtige Sache noch zum Thema Tintenvorrat. Nicht jede Karte ist automatisch tintenfähig. Hier zum Beispiel diese Karte in deiner Welt, die ist nicht tintenfähig. Das seht ihr daran, dass hier im Vergleich zum Beispiel zu Stitch dieses Lorcana-Symbol eben fehlt. Das heißt, deswegen ist dieses Vorzeigen von eurem Tintenvorrat sehr, sehr wichtig, weil ihr könnt dann quasi nicht diese anzeigen und drunterlegen, sondern es muss eben eine Karte sein, die dieses Tintenfähigkeitssymbol hat. Also wie so ein typischer Zug anfangen kann, ist eben mit dem, wir ziehen unsere Karte, wenn es nicht der erste Zug ist, dann bestimmen wir eine Karte, die in unseren Tintenvorrat geht. Wir drehen diese Karte um, das Rückenbild soll indizieren, dass es eben für Tinte getappt werden kann und dann können wir für unseren bestimmten Tintenvorrat eben eine passende Karte ausspielen. So, diese Karten, wie gesagt, können zum Beispiel Charaktere sein, können aber auch Lieder sein oder auch Gegenstände. Wir können mit Stitch, wenn er einmal liegt, können wir verschiedene Sachen machen. Alle Sachen erfordern, dass wir ihn tappen oder erschöpfen. Was man eben auch sagen muss, sehr wichtig bei dem Herausfordern, man kann nur erschöpfte Charaktere herausfordern. Sagen wir mal, einfach mal der Einfachheit halber, unser Gegner hat ebenfalls einen Stitch. Dann würde ich in meinem Zug deklarieren und sagen, hey, Stitch fordert den anderen Stitch heraus. Was dann passiert ist, wir machen 2 Schaden an Stitch und Stitch macht 2 Schaden an uns. Das heißt, in dem Fall werden beide Karten in den Ablagestapel gelegt, weil sie sind dann zerstört. So. Wie ist das denn jetzt aber, wenn wir eine Karte haben, die größer ist? Hier ist zum Beispiel aus einem anderen Deck Christoph. Christoph ist eine 3-3-Kreatur oder ein 3-3-Charakter mit eben 3 Stärke, 3 Widerstandskraft und er macht 2 Legendenpunkte. So, sagen wir mal, wir wollen ihn loswerden, haben aber jetzt noch nicht genug, um ihn direkt in einem Schlag loszuwerden. Dann fordern wir ihn mit Stitch heraus. Wir machen 2 Schaden an ihm und Stitch bekommt 3 Schaden von ihm. Das heißt, Stitch ist in diesem Fall durch die Herausforderung verbannt worden. Das heißt, er kommt auf den Ablagestapel. Christoph heilt sich jedoch jetzt nicht einfach, sondern bekommt 2 Schadensmarker. Und die sind permanent. Das heißt, im nächsten Fall, wenn wir dann zum Beispiel in der nächsten Runde einen Pascal im Spiel haben und wir ihn damit herausfordern, macht Christoph immer noch 3 Schaden an Pascal, aber Pascal muss nur 1 Schaden auf Christoph machen, um ihn zu verbannen. Das kann man hier mit so Punch-Out-Markern machen, die in dem Deck dabei liegen. Man kann aber auch einfach halt sagen, okay, wir nehmen hier einen Würfel. Die vielleicht sogar bessere Variante ist jedoch, ihn zu tappen, um ihn auf Erkundungstour schicken zu lassen. Erkunden ist die andere große Aktion, die Charaktere machen können und hilft uns eben, Legendenpunkten zu sammeln. Also wir starten hier auf 0. Wir haben jetzt Stitch aktiviert, um einen Legendenpunkt zu sammeln. Das heißt, es geht hier auf 1. So. Andere Charaktere haben mehr Möglichkeiten, Legendenpunkte zu sammeln. Zum Beispiel der eben erwähnte Christoph, der tappt sozusagen für 2 Legenden.
jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Beispiel für einen Effektcharakter. Das heißt, Pascal, Rapunzels Begleiter, ist eine Sagengestalt Verbündeter mit 1-1, tappt für eine Legende und hat Tarnung. Dieser Charakter erhält Wendig, solange du mindestens einen weiteren Charakter im Spiel hast. Und Wendig ist die große Mechanik bisher, um eben anzudeuten, dass nicht jeder Charakter jeden Charakter herausfordern kann. In dem Fall, sagen wir mal, wir hätten beide Charaktere erschöpft, dann kann Christoph nicht Pascal auswählen, um ihn herauszufordern, da er Wendig hat, weil wir einen anderen Charakter auf dem Feld haben. Er kann jedoch Hai-Hai angreifen und dann eben Schaden anrichten, wie wir es eben durchgespielt haben. Ganz grob gesagt ist das auch schon so der Grundstock, den man in einem Zug machen kann. Anders wie in anderen Trading Card Games gibt es eigentlich quasi keine Phasenübergänge oder keine irgendwelche Sachen von wegen, du musst in eine Herausforderungsphase gehen, um andere Charaktere herauszufordern, du musst nicht in eine Main Phase gehen oder irgendwas diesbezügliches. Ihr könnt nach Belieben sagen, okay, zweiter Zug, wir haben Stitch auf dem Feld, wir haben einen Tintenvorrat, wir ziehen eine Karte. Oh, okay, ich mache erstmal eine Legende mit Stitch, weil ich weiß, das möchte ich ohnehin machen, deswegen mache ich das zuerst. Danach überlege ich mir, okay, Hai-Hai kommt in meinen Tintenvorrat und ich tappe zum Beispiel 1, um einen weiteren Stitch zu machen, oder ich tappe eben 2, um eine Ishma zu spielen. Oder Isma, Entschuldigung. Ich bin nicht sehr bewandert in Namen und Charakteren in Disney, aber ich tue mein Bestes. Genau, und im Endeffekt, wenn entweder alle Charaktere erschöpft sind oder man eben nichts weiter mit dem machen kann oder man sich einfach beschließt, nichts weiter zu machen, gibt man den Zug ab und dann ist eben der Gegner dran, seinen eigenen Tintenvorrat aufzustocken, seine eigenen Charaktere zu spielen oder seine anderen Karten auszuspielen. Wir haben Stitch ja schon kennengelernt, das ist ein ziemlich einfacher Charakter, der eben nur 1 kostet, 2 offensiv, 2 defensiv hat und für eine Legende tappbar ist. So, dann gibt es aber noch komplexere Charaktere, wie zum Beispiel Isma. Die hat selbe Stats wie der gute Stitch, kostet jedoch 2, weil sie hat einen Zusatzeffekt. Der heißt hier, du bist entschuldigt. Das heißt, jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, schau dir die oberste Karte deines Decks an und lege sie entweder auf oder unter dein Deck. Also viele Effekte, wie ihr schon merken werdet, die erklären euch, was sie eben wollen von euch und beschreiben eigentlich immer ganz gut, was es ist. Also es gibt quasi normale oder Charaktere ohne Effekt und es gibt Charaktere mit Effekt und die können je nachdem auch komplexer werden. Wie zum Beispiel Mickey Mouse, der hat sogar 2 Effekte. Zum einen lebendige Besen. Du zahlst eine Tinte weniger, um Besen auszuspielen. Und unermüdlicher Arbeiter, jedes Mal, wenn einer deiner Besen durch eine Herausforderung verbannt wird, wir erinnern uns, dieses Zerstören und dieses quasi Angreifen, darfst du jene Karte auf deine Hand zurücknehmen. Das heißt, wenn ein Besen von uns entweder durch einen eigenen Angriff oder von einem gegnerischen Angriff zerstört werden würde und in den Ablagenstapel zurückgelegt werden müsste, können wir halt hier sagen, kommt ihr stattdessen auf unsere Hand. Ziemlich stark. So. Das heißt, hier geht es so ein bisschen, wenn ihr ein Deck habt mit Mickey Mouse, bietet es sich an, Besenkarten zu spielen. Also die dann in ihrem Typtext sozusagen irgendwo Besen stehen haben, weil die synergieren gut mit eben Mickey Mouse. Vaiana hat ein etwas anderes Prinzip. Zum einen ist sie bisher so die teuerste Karte, die wir bisher gesehen haben. Dafür macht sie aber auch 3 Legenden. Das heißt, wenn sie lang genug auf dem Feld ist und ihr jede Runde dafür sie tappen könnt und eben Legende voranzutreiben, kommt ihr sehr schnell auf Euro 20. Sie ist ein eher defensiver Charakter mit 1,6 und hat eben den Text, wir kriegen das hin. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, darfst du eine andere Prinzessin bereit machen. Sie kann in diesem Zug nicht mehr erkunden. So, um das zu erklären, hole ich mal eben eine weitere Prinzessin raus, die hier auch in dem Deck drin sind. Zum Beispiel die gute Minnie Maus. Die macht sich hier neben Mickey Maus ganz gut. So, wir erinnern uns grundsätzlich, ein Charakter, der ungetappt ist, ist bereit. So, ein Charakter, der getappt ist, sei es durch Herausfordern oder durch Erkunden oder durch irgendeinen anderen Effekt,
ist erschöpft. So, wenn wir jetzt Vajana tappen, um zu erkunden, dann aktiviert sich somit ihre Fähigkeit und sie sagt, du darfst eine andere Prinzessin bereit machen. Das heißt, in diesem Fall Minimaus zum Beispiel enttappen. Sie ist nun wieder bereit, wieder getappt zu werden, aber sie darf nicht mehr erkunden durch den Text von Vajana und kann zum Beispiel aber trotzdem noch jemanden herausfordern. Ein anderer Benefit des Bereitmachens ist, dass Minimaus im gegnerischen Zug, wenn sie jetzt nicht weiter getappt wird, nicht herausgefordert werden kann. Das heißt, sie ist erstmal geschützt. Und das hat eben auch taktische Implikationen, weil man so eben sagen kann, ich habe eine wichtige Prinzessin auf dem Feld, die ich für den nächsten Zug unbedingt brauche. Sie darf nicht vom Gegner zerstört werden durch eine Herausforderung. Ich tappe Vajana und enttappe dafür Minimaus. Wir haben hier die zwei letzten Charaktere für heute, die ich sehr spannend finde, wenn es gibt noch eine weitere sehr große Mechanik. Wir fangen mal an mit dem Dr. Facilier. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dr. Facilier ist ein 0-2. Erstmal komisch, was soll das? Macht aber einen Legendenpunkt und hat herausfordernd plus 2. Während dieser Charakter herausfordert, erhält er plus 2 Offensivpower. Das heißt, diese Karte ist sehr gut darin, oder Karten mit Herausfordern sind sehr gut darin, andere Charaktere herauszufordern. Dadurch, dass wenn ich jetzt Dr. Facilier dazu bewege, einen anderen Charakter herauszufordern, ist er keine 0-4 mehr, sondern eine 2-4. Das heißt, er hat sehr viel, um auch was auszuhalten, macht aber immer noch gut Schaden. Spannend wird es jedoch, wenn wir uns diesen Kollegen hier angucken. Das ist ebenfalls Dr. Facilier. Der heißt nur nicht mehr Scharlatan, wie unsere Zwei-Tinten-Variante, sondern er kostet 7 und heißt Agent Provokateur. Ist auch deutlich größer mit 4-5 und hat eben andere Fähigkeiten, macht unter anderem eben 3 Legendenpunkte. Also wie Vajana ein sehr potenter Charakter, den man eben für mehrere Legendenpunkte tappen kann. Er hatte jedoch die schöne Fähigkeit des Gestaltwandels. Und zwar Gestaltwandel 5. Das heißt, anstatt die 7 Tinte zu zahlen, kannst du 5 Tinte zahlen, um diesen Charakter auf eine Dr. Facilier-Charakter auszuspielen. Das heißt, im aktiven Spiel habt ihr Dr. Facilier und ihr tappt euren Tintenvorrat, der jetzt mal aus 5 Tinten besteht, für 5 und spielt Dr. Facilier Agent Provokateur aus. Das ist jedoch kein eigener Charakter, sondern liegt und ersetzt somit den bereits vorhandenen Dr. Facilier und kann aber, weil Dr. Facilier ja schon mal auf dem Feld war, sofort agieren. Das heißt, er kann sofort entweder andere Charaktere herausfordern, er kann sofort erkunden und kann quasi sofort loslegen. Dieser Dr. Facilier hat darüber hinaus noch den tollen Effekt, dass jedes Mal, wenn einer deiner anderen Charaktere durch eine Herausforderung verbannt wird, also quasi zerstört wird, darfst du jene Karte zurück aufs Feld nehmen, zurück auf deine Hand nehmen. Das heißt, sagen wir mal, wir haben Minimaus. Minimaus wird hier angegriffen von einem Christoph. Das heißt, anstatt dass sie in den Ablagestapel kommt, bekommen wir sie wieder auf die Hand und können sie potenziell nächste Runde wieder ausspielen. Und ja, grob gesagt ist das auch schon so alles, was man machen kann, um euch diese Farbkombination einmal zu zeigen. Wir haben jetzt schon einiges gesehen von diesem Starterdeck, von dem Moana Mickey Mouse Starterdeck. Aber natürlich ist das nicht das Einzige, denn wir haben auch zum Beispiel hier ein Smaragd-Rubin Starterdeck. Das habe ich dann zum Beispiel hier bereit. Und hier seht ihr halt, es gibt eine verschiedene Aktionen. Wir haben hier zum Beispiel in Rubin eben diese Aktion für eine Tinte, die einem anderen Charakter plus 2 Angriff gibt. Wir haben in Smaragd zum Beispiel diesen Aladdin, der eben die Fähigkeit Behüten hat. Das heißt, gegnerische Karten können diesen Charakter nicht auswählen, außer ihm herauszufordern. Das heißt, wenn es zum Beispiel Effekte gibt, wie wir den hier auch drin haben, wie zum Beispiel Drachenfeuer, der einfach straight up sagt, verbanne einen Charakter deiner Wahl, dann kann der zum Beispiel diesen Aladdin nicht als Target nehmen. Und so hat quasi jede Farbe eben verschiedene Eigenarten und können nach Belieben kombiniert werden. Der einzige Punkt ist halt eben, dass es nicht mehr als 2 sind. Das heißt,
Ihr könnt jetzt kein sechsfarbiges Ultra-Deck bauen. Wir haben hier der Vollständigkeit halber auch noch das Saphir-Stahl-Deck, was nochmal andere Karten eben beinhaltet. Aber wie gesagt, jede Karte hat so seine Eigenart. Hier Saphir zum Beispiel hat einen sehr, sehr spannenden Effekt. Und zwar hier zum Beispiel auf Mickey Mouse Detektiv. 1-3 für 3 Tinte. Finde einen Hinweis. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du die oberste Karte deines Decks verdeckt und erschöpft in den Tintenvorrat legen. Das heißt, ihr bekommt die Möglichkeit, in dem dritten Zug ihn zu spielen und eine vierte Tinte in eurem Zug quasi hinzuzufügen. Denn ihr dürft auch nur einen Tinten, um eins euren Tintenvorrat erhöhen, sonst, außer ein anderer Effekt, sagt das halt eben. Aber ja, das war's auch schon mit diesem Lorcana-Erklärvideo. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem ganzen Thema, zu den Farben, zu den, wie spielen sich die Decks, zum einen bringe ich noch mindestens ein Gameplay-Video, wie die Decks untereinander spielen, noch raus. Das heißt, ihr könnt diese Decks auch mal in Action sehen, vielleicht noch ein bisschen mehr das Spielprinzip verstehen. Aber sonst stellt mir gerne Fragen in die Kommentare. Ich versuche darauf zu beantworten. Und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei diesem Disney-Lorcana-Video. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr Bock auf Lorcana habt, ob ihr das Kartenspiel interessant findet, ob ihr euch überlegt, vielleicht selbst was zu holen. Und wenn ja, welcher der Starter-Decks denn euer Favorit ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao.